Und ich klicke schon wieder auf zurück zum Menü. Welche Map wollen wir denn jetzt mal machen? Weiß nicht. Oh, das ich Basilis- mach mal, der Basilisken auf Silber. Ja. Gut. Olympisches Upgrade. Juhu. Na dann mal los. Moment, erstmal wieder Stühle reinpacken. Achso, ich wollte nochmal gerade gucken, ob die Armbrust wirklich olympisches Upgrade drin hat, aber eigentlich schon, ja. 5 Schussbolzen. Was das nun wieder heißen soll, weiß anscheinend keiner. Juhu, die Kreissäge kann ich mir auch kaufen. Du hast 250.000 Gold? Nee, ich kann sie mir kaufen. Also ich habe sie freigeschaltet zum Kaufen. Ah. Na dann mal, go, go! Power Ranger! Go, go, Power Rangers! Kann natürlich auch die Figuren alle so richtig toll drehen und so. You spin my head. Okay. Ich bin meiner Minigun auf Brücken, ne? Seht ihr das eigentlich, wenn ich meine Figur drehe? Nee. Nein. Minotauren sind abscheuliche, grässliche Monster, die Angst und Zerstörung verbreiten. Super Tipp. Ein Neu... Verdammt. Ich hab irgendwas mit Neugeboren. Geht doch. Yay. Being a juicehead is what it's cracked up to be. You thought bench-pressing 400 pounds was a great idea. You'd seen the pictures in the magazine. Ooh, muscly men surrounded by babes. Mm-mm. You wanted the quick route. So you juiced up, hit the bench, and then the bar hit your neck. Oh well, no babes for you, neck. Also ich war, wurde... Ja. Ich wurde während meines Urlaubs in London, als ich den Buckingham Palace fotografiert habe, von einem Doppeldeckerbus überfahren, weil ich nicht nach rechts geguckt habe. Ah. Also ich bin gestorben, weil ich schnell Muskeln aufbauen wollte und deshalb Anabolika eingeschmissen habe und dann ist mir einfach das Gewicht auf den Kopf geknallt. Jetzt habe ich 550 Schuss mit der Waffe. Ist ja ganz wenig. Da hattest du aber ganz Glück bei dem Kamikaze-Spiel. Ich hab Marcel ja gerade das Leben gerettet mal wieder. Das Leben gerettet, weil du mach eigentlich so wenig Schaden. Komm. Ah, geht doch. Ach, noch ein Magier da hinten. Und direkt noch einer dahinter. Oh. Dann explodiert das. Bam, bam, bam. Hutleiste ist voll. Hinter dir, ah, vor mir. Was haben wir gerade überhaupt für eine Glaubensprüfung? Leben. Haben wir gerade Leben. Ah, ja, gut, wir haben 75 Leben da und ganz Leben. Oh ne, da links ist fast Start drin. Test of Fame. Rüstung. Holy shit. Aua. Ich hab grad eine Statue down gemacht, Mann. Nicht die andere. Da sind aber noch Magier. Hm, 1, 2. Ich hab grad direkt vor mir ein paar Viecher. So. Was cool wäre, wenn es noch Granaten gäbe, das fiel mir gerade so ein. Ne, es gibt ja Granatwerfer. Der müsste dann auch one-hitten, ja. Ja, ich glaube, den schießt du rein, die Granaten rollen ein bisschen und dann explodieren sie. Ich finde das ziemlich Bullshit. Ich werde mich lieber die Plasma-Pistole. Ja. Test of Fate. Sehr schön. Nächste auch fertig. Yay! Toll.
Giftgas. Super. Fassig. Oh, das war ein Explosivpass. Und so wie es aussieht, kann man in diesem Spiel nicht mehr als 45 Frames haben. Warum das jetzt gerade auf 45 und nicht auf 60 beschränkt ist, keine Ahnung. Das hat bestimmt irgendeinen tieferen Sinn, den wir nicht verstehen. Ah, das wurde gerade ein bisschen überrannt. Ja, ganz klein bisschen. Ah ja, Giftgas. Ja, Adrian, Gift. Es ist verdammt schwer, dann damit umzugehen, wenn die direkt vor einem mal explodieren müssen. Yep. Warum haben die nichts Besseres zu tun? Höher macht Spaß, die Leute vor Marcel direkt. Achtung! Was denn? Minotaurus. Oh Gott, ich geh gleich down. Rennen! Rennen! Ich würde sagen, das ist sehr kurios, dass sie mich beim Rennen nicht erwischen. Dann bam 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 bam. Wieso haust du bei mir ab? Warum ich vor dir abhaue? Ja. Weil da ein paar viele Gegner in mir drin standen. Aber sonst. Ich bin wieder zurück. Vor allem ein Feuerelementar explodiert und grünes Zeug von sich ab. Ja, da sind. Das Gas müsste direkt explodieren. Die Axt war für dich bestimmt, nicht für mich. Ja, Pech gehabt. Bin trotzdem ausgewichen. Das ist ein Eisbogen-Tipp gewesen gerade. Ah, einmal. Lol, ein Eisbogenschütze steht direkt neben mir. Boom. Okay, hier ist nicht nur einer. Ich hab dir einen gerade den Kopf abgeschossen. Ja, diese Pissviecher, Mann. Den direkt vor allem und penetrieren will. Test of faith complete. Das hätten wir auch gemeistert. Geht's weiter? Möglicherweise, wenn ich das Leben da bekomme. Na, jetzt geht's nicht weiter. Wieso geht's jetzt nicht weiter? Naja, weil ich jetzt darauf warte, dass hier Leben ist. Hier ist auch nix. Leben. Hier ist sogar ein größeres Leben. Das bringt mir aber auch nicht viel. Gibt. Es gibt nicht 60. Doch, es gibt 60. Mm-mm. Doch. Mm-mm. Doch. Mm-mm. Doch. Mm-mm. 20. Aha, das ist dann auch noch ein großes Leben, aber. Dichter Nebel. Oh yeah. Das freut uns so alle. Wenigstens leuchten die Gegner so schön. Ja, aber auch nur so lange. Oh Gott. Nein, nein. So lange was? So lange die enragen oder sowas. Oh. Oh. Ich hab den Stier gerade umgetreten. Holy shit, Leben. Direkt. Wärst du bei uns geblieben, hättest du jetzt volles Leben. Ja, immer noch durchkommen. Das bringt aber kein volles Leben mehr. Genau, weil es gerade zu Ende ist. Oh Gott! Drei Punkte! Also, wieder auf volles Leben, weil ich gerade noch Zeug gesammelt habe, weil du ah, dahinter! Ich glaube, wir können mal ein Stück vorrücken. Ja. Ne, da kommen gerade Magier. Das ist zu gewagt. Die gerade alle gestorben sind. Aber hier sieht man mehr. Ah! Da ist noch ein Magier. Leben for free. Wenn du den Kreis hast, kann man eigentlich auch Muni sparen und einfach die Viecher angreifen und nachkommen. Hast du eigentlich Leben schon Folge 8? Natürlich. Oh, da liegt noch Geld auf dem Feld.
Oh ja, das bringt's, weil am Anfang das neu erscheint und totaler Bullshit war jetzt. Rüstung und Leben. Und das einmal. Das war alles? Ja. Jens, wo willst du ganz hin? Muni klauen. Pass auf mit den Häckslern. Die Häcksler? Spawnen ja jetzt noch nicht. Spawnen ja jetzt erst. Sobald der erste komplett durch ist. Welche Häcksler? Ach da. Die Häcksler. Geld. Ja, ups. Ich dachte, der wäre schneller. Der Häcksler war ja auch schneller. Der Minotaurus ist echt durchgekommen. Scheiß Lacker, ey. Da hinten ist noch mehr Geld. Der Minotaurus mir einfach mal über den Haufen. So wie das muss. Hör ab, du scheiß Häcksler! Tschum, 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 tschum. Adrian, Eier für dich. Oh ja. Mach hopp. Schneller. Geht nicht. Die anderen sehe ich jetzt, also komme ich schon gar nicht mehr dran. Warum schießt der denn drauf, ihr Sektor? Du sagtest, du kommst nicht dran, dann zerstöre ich die. Da kann ich einfach hinlaufen, nicht denken, lieber. Ja, aber die werden in jedem Moment geschlüpft. Nein. Ja. So. Das hätte noch easy gereicht. Alter, was ist mit den Tauben los? Nur weil die so schnell sind. Die sind ja viel schneller als sonst. Wir haben ja mal deren Speed-Tag. Ah, die haben sich hinter uns geportet auf einmal. Das sind Magier. Ja, aber eben zuerst haben sie sich im See geportet und auf einmal waren sie hinter uns. Hm. Voll frech, ey. Noch mehr. Ah, keine Muni mehr. Sehr gut. Das Money. Wow, ultra viel. 100. Mhm. Yay! Ja, jetzt brauchen wir keine Money mehr. Ich hab einen Granatwerfer. Jetzt sehen wir wenigstens mal alle Waffen. Was ist das hier? Sporty. Ich dachte, das wäre die Waffe. Minigun! Oh, hab Plasma-Kanone übertrieben, okay. One-Headed, Alpha. Wieder eine Shotgun bekommen gerade. Ich hab grad einen Granatwerfer. Oh. Das war kacke bei mir. Ja, ich hab mich gerade damit selbst getötet. Ey, ich will diese Scheiß ab! Was kriegt ihr jetzt? Alter! Mal? Die hauen mich einfach die ganze Zeit in die Ecke rein. Ich hab eine Kreissäge, yeah! Ich hab eine Minigun, die nicht trifft und jetzt bin ich tot. Aber dafür können wir jetzt mal den Zuschauermodus angucken. So, dann können wir mal noch den Punktestand sehen. Ist das nicht toll? Ich kann nicht mehr schießen. Ich hab grad furchtbar gelaggt. Das ist ein toter Zarathustra. Die Brücke baut sich auf. Ach so, baut die sich auf. Jetzt sehe ich das auch mal zum ersten Mal.
Da, das ist das für eine Stadt, die ich jetzt. Ach, das ist die andere. Adrian Fetti. Oh, da. Und da kommen jetzt ein paar über die Brücke. Holy shit! Ich bin tot, 15 Leben noch. Okay, oh Gott. Wie kann ich den Alternativmodus, Feuermodus der Waffe benutzen? Ja, das ständige Waffenwechseln kann einem zum Verhängnis werden. Das hat mich gerade heftig verwirrt. Das sieht man mal hier, ne? 2, 4, 6. Jaha. Ich hab ja auch alle Spüre drin gehabt. Sag das wenigstens vorher. Nö. Aber auf jeden Fall, das wäre das letzte Level gewesen, also die letzte Stage. Können wir ja nochmal... Feuerhöhle. Feuerhöhle? Auf Silber oder auf Bronze? Silber. Okay. Schwüre sollten soweit passen. Oder... Nee. Oh, dann ist sie sowieso, von daher. Ready! Hm? Jens, bist du auch bereit? Sekunde. Ich hole mir mal eine neue Waffe aus. Und go. Welche ist das? Siehst du das nicht? Ne, ich weiß nicht, welche das ist. Sturmgewehr. Ah. Mit ein bisschen Magazin drin. Ja, die habe ich ja auch, das ist Magazin dran, aber ich hab die als Secondary. Ne, Haupt. Hauptwaffe und Secondary halt Minigun. Standard halt. Allein schon Secondary Minigun. Ja. Die trägt sich so locker. Ja. Hast du deins komplett abgewählt, das Sturmgewehr? Fast, mir fehlt nur noch einmal Präzision und das hat das Olympische. Ja. Man kann die echt vorher nicht treffen. Und die kommen da auch einfach so in der Luft. Oh. Hier ist die linke Seile ab, okay, steht. Ich bin tot. Pff, instant. What the fuck? Ah, ist neben die Prüfung? Yep. Ja. Magier. Die schießt doch verdammt langsam, das Sturmgewehr. Ja. Ist dafür präziser als irgendwie. Nochmal Magier. Nochmal gerade Leben snacken. Scheiße. Yeah, Kiste. Extra unnötig. Weil jetzt was gespawnt ist. Na? Rüstung. Am sinnvollsten finde ich sowieso immer noch die Glaubensprüfung, dass der Sound schneller wird. Oder dass die Party wieder aufhören. Genau, sinnvoll. Der Sound schnell wird, ist aber okay. Das ist was? Das ist okay. Aber wozu? Es bringt keinen Nachteil, es bringt keinen Vorteil. Das ist lustig. Das hört sich bloß anders an. Das ist lustig. Das Waffentesten finde ich auch noch sinnvoll, dass man halt mal alle Waffen angucken kann. Brauch mehr Leben. Du hast also ein bisschen Gesellschaft. Weiß ich noch, mitten in den Gegnern drin halt.
Ja, ich stand mit in der Druckwelle drin und mach mir nichts, ey. Ich glaube, das halte ich von der Druckwelle, das ist dicker. Ja. War oh ja, ich vergnüge mich jetzt. Ach, oh, verdammt, mein Vergnügen ist jetzt. Ja, Money. Göttlich. Da war 150. Zack. Na dann, hol sie. Yes! Pfeile. Hast du Muni unbenötigt? Unbenötigt? Ja. Ah, cool, ich bin alleine. Das ist doch schön. Ey, das wollte ich. Wie bist du denn alleine? Da ist immer oh, einer hier. Ich wo sind hier die Gegner? Ach, da drüben bist du. Ja, jetzt sieht uns unsere Gegner. Sehr nett. Sieht ihr meine Schüsse eigentlich fliegen? Ja. Ich find's immer noch epic, wie sich dieser Rambo zusammensetzt. Ich kann's immer und immer wieder so. Ich hab schon wieder nicht richtig gesehen, verdammt! Einfach mal nicht mehr aufhören, nicht im Auspasten zu drücken. Ja, willst du denn auch? Und er fliegt. Und Sieg! Oh. Einfach mal immer weiter ballern, vergessen, dass die Glaubensprüfung zu Ende ist. Deshalb brauchen wir wieder 3 Jahre, ey. Ja, total. Da hinter uns. Nee, ist immer drüben. Sehe ich gar nicht. Ey, lass mir doch mal die Money! Wow. Oh. War ich gerade durch dich Schaden bekommen? Oh. Ups. Entschuldigung, Jens. Dieses Feindbeschuss. Ich weiß es nicht. Deshalb kriege ich auch immer so viel Schaden, wenn Jens seine Minigun auf mich richtet. Das ist nur gerade. Kann ich auch nochmal. Du weißt, dass es schon bewusst ist, unser Leben. Ja, ist ja klar. Okay, dann werden wir das jetzt definitiv nicht schaffen, denn ich werde mich also noch töten. Wenn jemand nicht aufhören kann damit, dann ist es nicht mein Problem, ne? Ich finde Münze sehr gut. Jedes Mal, wenn man Schaden verursacht, beziehungsweise Leben regeneriert, kriegt man 10 Gold. Jetzt ist es Disarm. Das ist keine Glaubensprüfung. Ah oh Gott, Jens! Was denn? Und die Gegner hören sich ja alle an wie kleine Wichtel. Kleine Wichtel auf Crack. Ach schade, Freundbeschuss scheint nicht mehr an zu sein. Nein. Oh Gott, selbst das Healen hört sich scheiße an. Gott, ey, das ist so eine Ohrenvergewaltigung. Tja. Ah, keine Muni mehr, schön. Da verreck ich halt eine Runde. Juhu, Krabbtöte, Leute, tötet mich. Warum gibt keine Muni mehr. Hä? Warum tust du das jetzt? Weil es keine Muni gibt. Beim Endboss gibt es noch mehr als genug. Ja, schön. Boah, aber jetzt Muni.
beim Endboss. Deswegen sterbe ich lieber und habe jetzt hier volle Muni. Anstatt einfach Geduld zu haben, bis die hier respawnen. Ja, du sammelst sowieso wie jedes Mal alle ein, also. Nö. Doch. Nö. Achtung, jetzt kommen noch zwei Flugviecher. Okay, drei. Die Bombenladung muss ich natürlich voll abbekommen. Und ich habe jetzt noch 16 Leben. Komm her, du Mistvieh, stirb einfach. Danke. Komm, Weg, bau dich zusammen. Kommt jetzt eigentlich schon der Endboss? Genau, nee. Ja. Was ist da oben eigentlich rechts, dieses gelbe Portal eigentlich? Das ist das Goldportal. Zum Goldrausch. Ah ne, ich komm erst noch ans Normales. Da das schon da ist. Ja, aber die Brücke dahin ist halt noch nicht da. Gegner erhalten Schaden, wenn sie mal da sind. Danke. Brauch Leben. Da ist Leben. Geht auch sterben. Machen doch die meisten. Jetzt habe ich schon mal meine Lebensprobleme beseitigt, allerdings wird mir jetzt halt wieder die Munde. Oh Gott, da drin sieht man ja so gut wie gar nichts. Oh mein Gott, ein Gegner! Drrr. Magier. Tot. Und Bogenschützen. Noch ein Magier. Stop. Tot. Heilung hat mir gerade mal wieder den Arsch gerettet. Ja. Der eine Magier, der ist der eine Bogenschütze ist verpackt, braucht gar nicht drauf schießen. Welcher? Der linke. Oh. Na, ich bin auch voll. Warte mal gerade auf Jens. Ich kann ruhig durchgehen. Na gut. So, jetzt kommt der Endbosskampf. Soll ich einfach durchrennen zum Portal? Nein, die Brücke ist noch nicht da. Achso. Der ist hier gerade wieder zerstört. Hätte wir schnell genug sein müssen einfach. Aber du kannst gerne auf den Boss schießen. So, jetzt kannst du aufhören auf den Boss schießen. Lass mal weiter. Jetzt kannst du weiter. Immerhin kann man den nicht verfehlen. Das ist eigentlich das erste Level? Ja, ne? Wie das erste Level, die erste Map meinst du? Also ja. Von der Reihenfolge, ja. Weil es nämlich so einfach ist, im Verhältnis zu den anderen. Finde ich jetzt nicht. Ich meine, wir spielen nur auf Silber. Holy shit! So. Das war's. Ich hab das gerade voll abbekommen, nochmal die Welle. Dadurch, dass die Ausweichrolle immer noch nicht geht. Singen, 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 singen. Da.
friends, for fun. Nach dem Bauch zum Money, ne? Alter, kannst du aufhören, vor mir zu laufen? Kannst du aufhören, hinter mir zu laufen? Dafür musst du dich jetzt auch anschießen, tut mir leid. Fick dich. Arschloch. Selber. Hast du ihn getötet? Ja. Er hätte mich nämlich auch fast getötet, von daher. Nur fast? Hm, fast. Wie viel hast du noch? 33. Ich 42. Nee, 33. Adrian hat sich gerade keine Freunde gemacht. Hey Jens! Ups! Ich wollte sagen, aus welcher Rolle vorne bin, ey! Bei Spielerbeschuss klappt die, da krieg ich nicht doppelten Schaden auf einmal. Alter, willst du jetzt nur noch auf mich gehen oder was? Ihr habt ihr doch gar nichts getan! Das ist die Rache für das letzte Mal! Hä? Du hast mich jetzt schon dreimal getötet, ich hab dich kein einziges Mal getötet. Doch das einmal. Letzte Mal. So. Hurry, 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 my little thieves! Hallöchen. Gehst du nach links? Gerade ist mal vorne ausräumen! Bin ich gerade vorne holen. Ach ja. 3% habe ich jetzt noch überlebt. Oh. 3,50! Tja, Adrian, das hat dir dein Gold gekostet. Das ist mir auch egal, das war es mir definitiv wert. Also dann kriege ich hier ganz schön viel Bonus, also habe ich insgesamt trotzdem 35.000 bekommen. Ich habe 83.000 bekommen. Und ja, also ich kann das Spiel nur weiterempfehlen, vor allem für den Preis. Es sind zwar ein paar wenig Maps, aber ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch was nachkommen. Die Entwickler sind auf jeden Fall da dran. Gestern kam auch der erste Patch. Und ja, kann ich jedem weiterempfehlen, der so Shooter wie Serious Sam oder wie den hier zum Beispiel mag. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Let's Test wieder. Und bis dann, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss.